Hallo ihr Lieben und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Zoo 2 Animal Park. Ja, es gibt da wohl etwas Neues im Zoo zu berichten. Das wurde ja schon mal so ein kleines bisschen angeteasert, also nicht von mir, ja. Aber man wusste, dass da sowas kommen soll. Ja, wurde auch schon mal in den Kommentaren letztens erwähnt, ja. Und ich würde sagen, wir lesen uns einfach die News durch und dann gucken wir mal. Dann gucken wir einfach mal, was da auf uns zukommt. Also, der 22. März 2022. Die Wüste lebt und feiert mit Zoo 2 Animal Park. Zum 4. Jubiläum des 3D-Zoos eröffnen wir eine Savannenregion mit zwei neuen Shoptieren. Zudem laden wir euch zu einer Geburtstags-Shopping-Tour ein. Die Giraffen machen einen langen Hals und die Erdmädchen sind ganz schön aus dem Häuschen. Zoo 2 Animal Park feiert seinen 4. Geburtstag. Zur Feier des Tages eröffnen wir den brandneuen Kujali Park. Hier könnt ihr vor der Kulisse einer Savannenlandschaft weitere Gehege sowie Dekorationen aufstellen. Alles, was im Hauptzoo steht, darf auch im Kujali Park platziert werden. Allerdings sollt ihr dafür auch erst ein paar Hindernisse aus dem Weg räumen. Derek, der Verwalter, erwartet euch in der neuen Region mit vielen neuen Aufgaben und entsprechenden Belohnungen. Und wie kommt ihr in den Kujali Park? Ganz einfach, über die Transportstation. Darin findet ihr ab sofort eine Weltkarte, um euch schneller und leichter durch die unterschiedlichen Zooregionen zu navigieren. Habt ihr den Kujali Park freigeschaltet, dann könnt ihr dort oder im Hauptzoo zwei neue Tiere unterbringen. Den Wollkopfgeier und die Saiga-Antilope. Saiga-Antilope, ja. Der Geier braucht ein Savannengehege und die Antilope bevorzugt ein Steppengehege. Ihr findet sie ab sofort im Shop von Zoo 2 Animal Park. Und wenn ihr schon beim Shoppen seid, dann gibt es ein paar Rabatte. Mensch, das ist ja ganz praktisch, wa? Okay, gucken wir einfach mal. Gehegeerweiterung, das ist schon mal eine schöne Sache, ne? Parkerweiterung auch. Ich habe da so eine komische Quest. Und was ist das? Nebelparder ist für 24 Stunden als garantiertes Puzzleteil in der legendären Truhe. Okay, gut. Also, die Rabatte gelten bis zum 28. März um 12. Also, ja, das ist denn, ja, nicht ganz so lange. Das gilt auch für die Geburtstags-Cashback-Aktion. Alle Diamanten, die ihr bis zum Ende der Aktion ausgibt, werden addiert. Anschließend erhaltet ihr einen Teil der Diamanten wieder zurück. Der Cashback-Bonus fängt bei 5% an und steigt stufenweise auf bis zu 25%. Wir wünschen viel Spaß mit den Geburtstagsneuerungen und der Rabatt-Cashback-Aktion in Zoo 2 Animal Park. Ja, das liest sich doch mal ganz nett, möchte ich mal sagen. Okay, dann würde ich sagen, machen wir, warte mal, das hier mal zu und gehen einfach ins Spiel. Denn da, ja, erwartet uns schon jemand beim Einloggen. Na? Onkelchen, Averia, genau euch habe ich gesucht. Na, wenn das nicht mein Lieblingsneffe ist, hat er vielleicht nur den einen? Was gibt's denn heute? Verwaiste Giraffe? Einsamer Elefant? Nee, kein Tier diesmal. Ich komme gerade von einem Reservatssymposium zurück. Gerade für die kleineren Reservate wird es immer schwieriger, die Gelder aufzutreiben, um ihre Arbeit fortzuführen. Ich habe einen sehr sympathischen Kollegen kennengelernt, dessen Savannenreservat kurz vor dem Aus ist. Mir kam die Idee, dass der vielleicht das Reservat in einen Zoo umwandeln könnte, sodass er nicht ganz dicht machen muss. Das muss ja nicht unbedingt heißen, dass die Tiere weniger Platz haben. Ich wollte ihm mal anhand eures Zoos zeigen,
wie das aussehen könnte. Naja, das klingt doch nach einer tollen Idee. Und ich finde auch, dass wir das richtig gut machen. Ja, es könnte aber noch etwas besser sein. Ich würde Ihnen gern zeigen, wie viel Wert wir hier auf die artgerechte Haltung von Savannentieren legen. Naja, inzwischen sind manche Gehege vielleicht etwas klein. Naja, und vielleicht könntet ihr die auch nochmal richtig präsentabel machen, putzen und so. Bitte? Sag mal, geht es noch? Also, nee, also das finde ich jetzt ganz schön unhöflich, muss ich jetzt mal sagen. So, Savannengehege vergrößern, okay. Dann klicken wir doch erstmal die ganze tolle Werbung weg, die uns hier erstmal so, ne, entgegenspringt, wenn man das Spiel startet. Und hier kommt auch nochmal der Hinweis. Kujali Park! Kommt in die Savanne, hilft Derek und schalte ab Level 40 die brandneuen den brandneuen Kujali Park frei. Dich erwarten neue Quests sowie explosive Tiere und Objekte. Leute, ich bin gerade von der Arbeit nach Hause gekommen, hab mir einen Kaffee gekocht, hab mir so gedacht, jetzt setzt du dich mal ganz in Ruhe hin und guckst mal in den Zoo. Also so total überrumpelt. Wundervoll. Also Aussprache und also nehmt's mir nicht übel. Ich gebe mein Bestes. Gut, Diamantenausgaben haben wir auch schon gesehen. Rabatte, Rabatte, Rabatte. Und dann gibt es noch die Chance auf alternative Bonustiere beim Kauf von Diamanten. Na, guck mal einer an. Das ist ja süß. Ein Rüsselhündchen. Gottchen, oh Gottchen, oh Gottchen. Wir freuen uns, heute eine neue Sammlung in der Besucherinformation vorzustellen. Der große Fleckenkiwi, bezaubert mit seiner niedlichen Art, sammelt und züchtet verschiedene Tiere, um den brandneuen großen Fleckenkiwi freizuschalten. Du meine Güte, also jetzt mal ganz ehrlich. Uff, ja. Leopard in der Retro-Truhe. Ist ja kaum zu glauben, wa? Es klingelt auch noch an der Tür. Also das ist ein echt tolles Video, Leute. Tut mir echt leid. Also, der Leopard in der Retro-Truhe, den haben wir schon. Und den Nebelparder in der legendären Truhe. Gut, legendär schreibe ich mir mal auf. Ne? Weil ihr wisst, Isa vergisst die Hälfte. Das kommt im Alter. Okay, okay. So, Lucy war nicht sonderlich fleißig. Ich sehe das schon wieder. Ach nee, das ist... Leute. Okay, also, machen wir jetzt mal eins nach dem anderen. Also, wir sollen Savannengehege vergrößern. Ja, danke. Danke, 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 Anke. Wo soll ich denn hier was vergrößern, Mann? Ich habe keinen Platz. Und bis jetzt waren meine Tierchen auch echt glücklich. Mann, kann doch nicht wahr sein. Ich habe keinen Platz dafür. Aus dem Weg, aus dem Weg. Hallo? Den Pfennig. Da haben wir schon eins von vier. Wie viel soll ich denn da reinpacken, Mensch? Haben wir. Komm. Wir machen das beim Pfennig. Und zur Not tauschen wir einfach die Tiere mal aus. Wie viel? Dreimal, wa? Gehege vergrößern. Ja, ist ja gerade günstiger. Na, schön. Haben wir das auch. Dann sollen wir Deko platzieren. Naja, das ist ja jetzt so auf Zwang, irgendwas hier zu dekorieren. Na gut, Savanne. Da gibt es aber nicht so viel. Das ist ein Spielgerät. Da können wir doch kaum was machen. Das ist doch hier schon wieder... Oh, hier. Zack. Und, guck mal, kriegst du noch einen Kaktus? Da. Haben wir hier noch was? Ja, guck mal hier. Bitteschön. Haben wir noch was am Start? Nein! Sowas Doofes. Oh, doch, hier. Da haben wir noch was. So, pass auf. Es gibt noch ein rotes Blümchen. Und dann packen wir hier unten noch was hin, ne? Würde ich sagen. Bitteschön! Ja, wir haben uns ganz schön ins Zeug gelegt, dass hier alles vorbildlich aussieht. Naja, wieso ist das... Ach, das ist wohl der Kollege, der da mit Johnny kommt. Hallo Willi, hallo Averia. Darf ich euch vorstellen, mein werter Kollege Derek Zwieger vom Kujali Park? Schön, Sie kennenzulernen.
Ich wollte gerade sagen, kriegen wir den auch zu Gesicht? Johnny hat mir von ihrem Zoo gezeigt. Oder nee, hat mir ihren Zoo gezeigt. Ich muss gestehen, ich bin beeindruckt. Die Tiere haben ja wunderschöne Gehege und so viel Auslauf. Ja, vielleicht sind wir ja dann eines Tages Zoo-Kollegen. Ja, ne? Das sehe ich auch so. Jetzt geht's weiter. Ah, Johnny, Herr Zwieger. Und konnte Johnny Sie überzeugen, einen Zoo zu gründen? Nun ja, ich würde es eigentlich sehr gerne machen. Aber Johnny hat Ihnen ja bestimmt schon erzählt, dass die finanzielle Situation nicht die beste ist. So einen Umbau können wir uns gar nicht leisten. Und Erfahrung in dem Bereich habe ich auch keine. Naja, da gibt es ja so viel zu bedenken. Bisher ging es immer einzig und allein um die Tiere. Naja, das kann man doch alles lernen. Als Averia und ich hier angefangen haben, hatten wir auch keine Ahnung. Stimmt's, Averia? Ja, die haben wir auch immer noch nicht. Ja, ich würde mich trotzdem wohl fühlen, wenn ich nicht allein bei der Sache wäre. Sagen Sie mal, hätten Sie vielleicht Interesse, sich an dem Umbau zu beteiligen? Sie könnten Mitbesitzer sein. Oh ja, ich weiß nicht. Wir hatten bisher nicht so tolle Erfahrungen mit geteilten Besitz des Zoos gemacht. Autsch. Okay, den Seitenhieb habe ich verdient. Aber ich verspreche dir, Derek liebt seinen Park über alles. Was meinst du, Averia? Sollen wir einen Schritt in die Savanne wagen? Ja, ich würde sagen... Ah? Die Transportstation. Platziere die Transportstation, ist klar. Platziere das Gebäude und klicke auf den Globus, um die Weltkarte zu öffnen. Tippe auf das Icon einer Region, um diese freizuschalten oder in sie zu reisen. In den anderen Regionen wartet mehr Platz auf dich und vielleicht auch ein paar neue Freunde. Ja, okay. Gut, dann ich nehme mal diese. Geht das auch? Schade. Also wir sehen jetzt im Terrariumshaus, geht das nicht. Oder vielleicht geht das dann, wenn wir am Anfang des Zoos was. Pass auf, wir müssen mal zur Transportstation. So, die Weltkarte, da haben wir es. Okay, hier ist das Terrarium. Hier scheint Tannenhain zu sein, hier ist der Hauptzoo. Ja, guck, es steht ja sogar, wenn man da draufklickt. Terrarium, Zoo wechseln. Okay. Und hier unten Kujali Park. Bitte? Wie bitte? Nee, echt jetzt? Kann man das nicht als Quest einfach freigeschaltet kriegen? Oh, Leute. Doch nicht wirklich, oder? Kann ich vielleicht da einfach hinfahren? Warum ist das so? Ich habe keine 100 Diamanten. Oh Leute, muss das echt sein, dass alles Diamanten kostet? Ah, okay. Okay. Moment. So. Da haben wir uns mal wieder ein bisschen mit Diamanten eingedeckt. Ja, ich weiß, das ist ziemlich viel. Aber meine Akademie läuft demnächst aus und die kann ich jetzt dann verlängern. Dann kriege ich wieder diese... Na, Stempelkarten, ne? Warte mal, ich weiß nicht, wenn man das hier so sieht. Hier, da kann man sich dann ein paar Tierchen aussuchen, ne? Für die Mitgliedschaften, ne? Ich hatte ja jetzt die letzten beiden Male hier diese Kaiserschnurrbart. Wie heißen die? Warte. Ich zeig's euch. Hier. Tamarin? Ja. Genau, so hießen die. Kaiserschnurrbart-Tamarine. Also da habe ich jetzt mittlerweile zwei von, sodass ich mir dann beim nächsten Mal ein anderes Tierchen aussuchen kann. Mhm. Also da läuft die Zeit jetzt auch ab. Das heißt, es hätte jetzt sowieso sein müssen. Naja, und meine allmonatliche oder alle drei monatliche Lucy ist auch bald wieder fällig, glaube ich. Hm. Nun gut, das heißt, wir fahren... jetzt in den Kujali Park und vor allem bisher wahrscheinlich werden wir da gar nicht viel machen. Oder wir machen das wirklich ganz thematisch. Schauen wir mal. Toll. Ich wusste, dass ihr das Richtige tun würdet. Wollen wir uns den Park denn mal ansehen? Ich kann es kaum erwarten, den Park zu sehen. Derek. Gut, haben wir dieses. Willkommen im Kujali Park. Oh, die Landschaft ist ja echt beeindruckend. Aber wieso sehe ich hier keine Tiere?
nur die einsame Giraffe da. Ja, das Geld hat hinten und vorne nicht mehr gereicht. Ich musste mich nach und nach von den Tieren trennen. Also habe ich sie in andere Reservate geschickt. Nur meine liebe Britta ist noch hier. Sie war Britta. Sie war das allererste Tier hier im Reservat vor vielen Jahren. Und nun auch das letzte. Ich konnte es nicht übers Herz bringen, sie aufzugeben. Sie ist aber auch ein schönes Tier, wobei nur eine Giraffe etwas wenig für ein Zoo ist. Averia, meinst du, wir könnten ein paar Tiere aus eurem Zoo herschaffen, die sich hier in der Savanne zu Hause fühlen würden? Etwas eng ist es hier auch. Wenn man diese Felsen da drüben wegschaffen könnte, hätten wir außerdem viel mehr Platz. Ich habe da ein paar Bekannte, die helfen könnten. Na, vielleicht können sie mit den Steinen sogar etwas Nützliches anfangen. Okay, Savannentierarten im Zoo. Okay, eins haben wir schon. Naja, gibt es immerhin 5 Diamanten wieder, wa? In manchen Regionen triffst du auf Hindernisse, die dir den Platz versperren. Okay. Die Hindernisse können abgebaut werden. Manchmal musst du mehrere Schichten abtragen, bevor sie vollständig entfernt werden können. Zwischen den Gesteinsschichten kannst du einzigartige Dekoteile und andere Belohnungen entdecken. Okay. Oh, guck mal, meine Nachbarn sind auch schon wieder da. Okay, guck mal, hier sind schon Gehege fertig. Na, das ist doch mal ganz nett. So, ganz schön teuer hier, muss ich ja mal sagen. Ja, ach, das dauert auch noch ein paar Minuten, ne? Das ist ja nett. Ach, da ist die Giraffe, ich wollte gerade sagen, muss ja irgendwo was mit dem Druck sein. Hallo? Wieso ist sie so klein? Wieso bist du so klein, Netzgiraffe? Stufe 8? Okay. Ist ein Baby. Ja, okay. Dann ist es ja okay. Aber Britta? Wenn Britta das erste Tier war und auch das letzte, dann möchte ich nicht wissen, wie kurz hier die Geschichte war. Okay, komm, wir machen Britta mal glücklich. Wenn da draußen jetzt jemand Britta heißt, das tut mir herzlich leid. Okay, das heißt, hier können wir offensichtlich ziemlich viel Taler versenken. Ich würde sagen, wir gucken doch mal nach. Tiere? Nee, hier. Warte mal. Hier, habe ich mir im Übrigen ausgesucht, den Mississippi-Alligator. Mhm. Ich habe gedacht, mal so ein bisschen bissiger. Könnte auch ganz witzig sein. Hier müssen wir mal gucken. Guck mal, das ist doch nett. So, pass auf. Hier, bitteschön. Kriegen wir von dir noch mehr hier unter? Boah. Und... Oh, wie viel kriegen wir da noch runter? Nicht genug Platz, alles klar. So, dann haben wir von dir noch was und von dir noch was und nicht genug Platz, okay. Ja, guck mal, da haben wir doch schon 3 Tiere unter. Und dann gucken wir mal in die Savanne. Haben wir noch irgendwas Schönes auf Lager, aber das ist mir zu teuer. Okay, dafür muss ich noch mit den Quests. Achso, ja. Ja, genau. Dann muss man ja doch noch ein Gehege bauen. Beziehungsweise können wir dann wieder Sachen wegpacken. Oh, was haben wir da bekommen? Ein Puzzleteil. Neu, 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 neu. Wo ist es? Hallo? Ist es denn so neu? Ah. Sandsteinsäule Hekima-Teil. Oder Hekima. Ja, cool. Klimaneue Dekos. Das ist doch nicht schlecht. Ja, okay. Wir müssen hier aber hier ja irgendwie jetzt mal die Quest abschließen und wieder so ein. Ja, komm. So geht das nicht. Das kann ich gar nicht mit ansehen. Okay. Ich möchte zum Hauptzoo zurück. Und dann gucken wir mal. Ah, Lucy, da geht noch was, komm. Dann gucken wir mal, wo wir hier noch mal irgendwas Schönes im Angebot haben. Nur die Löwen. Ah, hier, guck mal, so ein schöner Strauß. So ein Strauß ist doch was Feines. Na ja, komm, wir nehmen mal die Level 1 Sträuße mit.
Danke, 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 danke. Ich wollte nicht gießen. Oh. Ach so, und jetzt kannst du dann hier auch eine Kuh. Ah, Moment. Moment, das muss ich doch jetzt mal ausprobieren. Terrarium, ha ja. Jetzt kommst du vom Terrariumhaus auch zum Kujali Park. Das ist schön, das ist mein morgendlicher Workflow, ist offensichtlich gerettet. Sehr gut, wundervoll. Das heißt, wir gucken jetzt mal, dass wir hier noch die Sträuße hineinbekommen. Ha, da haben wir die Quest nämlich abgeschlossen. Ich könnte fast weinen, es ist so schön, hier wieder Tiere zu sehen. Ich weiß nicht, was ich ohne dich getan hätte, Johnny. Und natürlich wäre es auch ohne dich nicht möglich gewesen, Averia. Ja, danke, 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 danke. Ich wollte gerade sagen, hallo, ich bin auch noch da. Ja, jetzt, wo hier wieder etwas Leben in der Bude ist, müssen wir unbedingt verhindern, dass der Zoo erneut in Geldnot gerät. Wir könnten die Eingangskasse schon mal etwas aufhübschen oder dafür sorgen, dass Besucher im Park Geld ausgeben. Naja, das fließt ja alles in die Weiterentwicklung des Parks, ne? Oh, zum Thema Weiterentwicklung. Wir sollten auch sicherstellen, dass wir ausreichend Platz für alles haben. Klingt nach einem guten Plan, ne? Ich will nie wieder ein Tier aufgeben müssen. Hilfst du uns, Averia? Eingangskasse dreimal verbessern, drei Geschäfte, den Zoo vergrößern, Verkaufsstand verbessern. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Okay, Eingangskasse verbessern. Ja, gucken wir doch mal. Ja, ist mir ja klar. Ist völlig klar. Ich dachte mir das schon. Aber hier Geschäfte. Geschäfte könnten durchaus eine gute Sache sein. Haben wir denn hier noch was im Angebot? Ja, hier komm. Zack. Nö. Das war's denn auch schon. Mehr habe ich nicht. Okay, was können wir denn noch machen? Ein Geschäft dann irgendwann upgraden und dann müssen wir erweitern. Muss ich diesen Park? Ja, den Park soll ich einmal erweitern. Okay, dann könnte man ja mal gucken. 142.000, 138, 285.000, 72, 190. Eieieiei. Wie groß bist du? Kann man, das kann man bestimmt wieder nicht gucken, wa? Nee, kann man natürlich nicht, weil haben wir noch nicht gebaut, ne? Gut, also ich denke mal, wird ähnliche Ausmaße oder wahrscheinlich genau die gleichen Ausmaße haben wie die anderen Zoos, also wie der Hauptzoo und Tannenhain. Ich finde es thematisch eine echt gute Sache, muss ich ehrlich sagen, gefällt mir die Idee sehr, sehr gut. Weil man denn seine Zoos tatsächlich thematisch komplett sortieren kann. Vielleicht kriegen wir ja irgendwann noch einen Ozean oder so ein Inselarchipel oder irgendwie sowas, wo wir Wassergehege draufsetzen können. Oder so eine Eislandschaft in den Rockies oder keine Ahnung. Ist nicht schlecht. Nee, finde ich aber gut, weil hier kann man das wirklich thematisch ganz anders aufbauen. Ne? So wie in Tannenhain das Waldthema im Endeffekt durchgezogen werden könnte mit, sag ich mal, Grasgehegen zusammen, könnte man hier tatsächlich die Savannengeschichte richtig ausarten lassen, weil man ja wirklich anhand von Deko, ja, wenn man mal so durchgucken in den Dekorationen, das, also die Spielplätze, ja, kannst du schon ganz anders platzieren, musst ja nicht so Gedanken machen. Bäume hast du sicherlich auch ein paar dabei, die hier wunderbar integrieren kannst. Ich glaube, hier könnte man auch so was Abartiges mit reinnehmen. Ich meine, der Eukalyptus gehört hier vielleicht so nicht hin, aber zum Beispiel so eine Bananenstaude, die hier auch nicht hingehört, aber hier besser wirken würde als in unseren Zoos. Ja. Also klimatisch vielleicht nicht unbedingt hingehört, meinte ich damit natürlich. Ne? Oder hier, diese Palmen. Ja, kein Mensch braucht diese kleinen Palmen. Also ich brauche die immer nicht. Bin da mal so ein bisschen hin und her gerissen, was ich damit machen soll. Aber hier hätte man die Möglichkeit, vielleicht dieses Savannenthema auch so ein bisschen zu begrünen und gemütlicher zu machen. Ja, man hat ja auch die entsprechenden Zäune,
zu dem Thema. Ich meine, gut, die kosten jetzt natürlich auch wieder Diamanten, aber so ein paar Sachen könnte man machen. Hier Dschungelzaun würde aber optisch auch nicht schlecht aussehen. Ja, also da gibt es doch das eine oder andere, was man hier thematisch wirklich gut unterkriegen könnte. Ja, ein Savannenzaun kostet natürlich auch wieder gleich Diamanten. Das dachte ich mir schon. Ja, aber ich glaube, da kriegen wir doch das Ganze hier auch ein bisschen begrünt, ne? Weil nur in diesem Gelbfadenton ist halt auch blöd, ne? Ja. Okay. Haben wir uns den neuen Zoo angeschaut? Ich würde sagen, wir gucken nochmal zurück zum Hauptzoo. Das Video wird ein bisschen länger. Und eigentlich kam heute schon ein Zoo-Video, aber naja, okay. Macht ja nichts. Macht ja mal gar nichts. Dann gucken wir hier rein. Und zwar in das Sammelalbum. Was kam hier neu? War das bei den drei Sternen? War hier irgendwas neu? Ja, hier war der Flecken-Kiwi. Ist doch wohl mal voll süß. Muss ich ja mal ehrlich sagen. Also der ist ja wohl mal mega knuffig. Aber ich sehe schon... Ui. Alpaka gefleckt. Nebelparder, gut, den könnte ich mir jetzt eintauschen. Tüpfelkuskus. Ist Couscous nicht eine Getreideart im Orient? Also ein Getreidegericht? Ich kenne das als Salat. Okay. Ein Dammhirsch. Ich glaube, den gibt es auch. Ja, okay. Also, man bräuchte schon so einiges und vor allem halt auch hochgelevelt. Ne? Gut, mit der Giraffe bin ich schon soweit. Aber der ist ja mal mega knuffig. Gefällt mir. Gefällt mir sehr, sehr gut. Und dann gucken wir natürlich auch noch in die letzte Neuigkeit. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht irgendwas vergessen. Wir gucken mal, ob wir so ein Nebelparder-Teil hier rauskriegen. Platzieren würde ich den jetzt vielleicht nicht unbedingt, muss ich ganz ehrlich sagen. Komm, ja, danke. da fehlt mir jetzt einfach die Zeit. Ich habe ja kein Gehege frei. Ich räume jetzt auch nicht extra. Naja, wobei, ich habe ja Gehege frei drüben. Also ich könnte, naja, eventuell. Nee, da habe ich ja keine Dschungelgehege, ne? Genau, der gehört in den Dschungel, wie wir sehen. Vollenden. 10.000 Tickets, Leute. Holla, die Waldfee. Also, das heißt für mich, ich werde hier mal ganz gewaltig eintauschen, dass ich mir einen Nebelparder voll tausche und dann gucke ich, dass ich hoffentlich noch einen Teil rauskriege, bevor ich die nächste Truhe öffne. Gut, die Leoparden haben wir. Da bei den Maikongs waren wir ja schon unterwegs, hoffe ich. Ja, das kam heute, das Video. Oh je, oh je, oh je. Ja, also, den werden wir uns dann in der nächsten Folge angucken. Ne? Da muss ich auch erstmal ein Gehege bauen. Ja, und dann wäre das mal an euch vielleicht so ein bisschen informativ zu sagen. Ich meine, Donnerstag kommt eine kleine Infofolge. Was heißt klein? Zwecks Kanal und Videoplanung. Da bitte unbedingt reinschauen. Ist vielleicht ein bisschen verworren, aber ihr kennt mich, ne? Wenn ich was sagen will, wird es immer schwierig. Ja, guckt da rein. Und dann wäre es mal ganz interessant, ob wir unsere Zoos oder ob ich meinen Zoo wirklich mal aufteile. Dass ich so nach und nach die Gehege hier umziehe. Ja, das war wirklich thematisch. Vielleicht nur so ganz wenige Tierchen hier lassen. In Sachen Savanne. Ich überlege, ich meine, so Steppe oder was würde doch da auch gut hinpassen, oder? Könnte ich mir auch gut vorstellen, dass man das so ein bisschen mischt. Ja, naja, ihr könnt ja mal eure Meinung sagen, mal was ihr zu dem Preis von 100 Diamanten sagt. Oh, meine Güte. Gut, lasst euch von meiner Meinung nicht beeinflussen. Teilt gern eure Meinung in den Kommentaren. Ich komme jetzt zum Ende, trinke jetzt meinen Feierabendkaffee neben dem Videoschnitt. Und wünsche euch einen wunderschönen Abend und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.